So, willkommen in Folge 23. Wir wollten hier ein Covered Operation zurückbekommen. Das ist ein Extraction Squad. Lounge Mission. So. Mein Support. Loadout. Alien-Granate. Added Unit. Loadout. Du kriegst ein fettes MG. Hat er nur eine Body Armor? Make items available. Accept. Unit. Loadout. Ah, genau. So. Added Unit. Loadout. Alien-Granate. Loadout. Healing. Das. Halt. Kriegst du 10 Aim mehr? Sehe ich gerade. Hätte ich ja doch lieber die Light Plasma Rifles nehmen sollen die ganze Zeit. Jo, hätte ich definitiv nehmen sollen. Den Aim-Wert habe ich nicht beachtet. Nicht Trottel. Edit Unit, Loadout. Customize, zack. So, jetzt haben alle, was sie brauchen, hoffentlich. Launch Mission. Folge 23. Mein 23. Einsatz. Der läuft hoffentlich besser als die, der gerade eben. Moving on an exalt cell working from within Egypt. Strike One is tasked with securing the area for our operative was in position to transmit the data they'd acquired when exalt forces moved into their AO. The encoder is currently shielding our transmitter's position. Okay, ich muss sie wieder schützen. The encoder, they'll be able to locate the transmitter. If they hack both, any hope we had of recovering the data intact will be lost. Objectives updated. Wo ist mein Typ? Oh! Der ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja interessant. Aber was ich eigentlich machen werde, ist den da schon mal dahin begeben, weil der kann ja dort dann wieder die Leute stören. Ich hoffe, das wird diesmal wieder ein bisschen besser. Ich glaube, momentan sind noch gar keine Gegner da. Deswegen sollte ich vielleicht mal so weit wie möglich bewegen. Die kommen erst nächste Runde, wenn er es abgesetzt. Weiß gar nicht, welche Teile ich hier. Muss ich beide schützen? Ich weiß nicht, was da von der Encoder ist. Guck mal, das ist der Encoder und das ist schon das Mitte hier hinten. Der es dann überträgt. Irgendwie sowas. Jetzt mit dem Aim. Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Die haben gerade ein eingebautes Scope. Ich bin so doof. Exalt has a number of communications relays nearby. If our operative can get in close to one and use the encryption keys recovered with the enemy data, they should be able to temporarily disable Exalt's comm systems. Was? Wieso haben die plötzlich in meinem Zug was machen dürfen? Hä? What the fuck?
Lena Neumann. Da jemand reinbringen mal. Lydia Flash ganz Auge. Das ist auch mein Name. Ne, Lydia Flash ganz Auge. Overwatch. Da kommen wohl ein paar. New signatures closing on strike one, Commander. Multiple hostiles inbound. Oh, Sniper. Sniper und glaube jede Menge Assault Rifle. Disrupted the enemy communications network. It'll take some time for them to get it running again. Den da vorne haben. Dankeschön. Bei Monarchie kann man wahrscheinlich eh nicht viel machen. Gehe in Position. Ist ja super eng alles, ey. Weiß nicht, ob ich hier wirklich das halten will und halten kann. Ich bin schon da. Ich gehe jetzt mal hier vor. Du bist lieber, glaube ich, hier. Yes, sir. Du bist mal nur fast bis vor, damit du nicht gesehen wirst. Ja, aber du hast mich trotzdem gesehen. Oh, what? Da drüben sind auch welche? Shit. Hä, wenn die überhaupt sind, dürfen sie wohl nicht bewegen, oder was? Das ist immer geil. Bin mir nicht ganz sicher. Moment, mein Operative kann ich jetzt vielleicht wieder hier vorholen. Ich will die nicht nach vorne nehmen. Nee, ich will die nicht nach vorne nehmen. Die hat ja gerade schon irgendwelche Leute gesehen. Das finde ich nicht so lustig. Nee, das treffe ich nicht. Da habe ich wohl jemanden entdeckt. Und cheatet. In meinem Overwatch. ...65, beste Chance. Obwohl, da ist einer tot. Ein Heavy Fahren, das ist das Geile. Oh. Hallo, Brump. Ne, wir schießen auf meinen Kopie dort. Ne, das ist ja. Hä? Moment mal. Das ist nicht Kopie, wer ist denn das da? Sieht aber aus wie Kopie. Hä? Du bist doch gestorben. Schon wie doof? Schön, dass ich den Reaction Shot nicht sehe. Ah, sogar getroffen. Moment.
Ach, Reaperman, genau. Der war ja auch noch da. Ähm, 52, 30, 27, 80. Eine Hausnummer. 82, du kannst den erstmal wegmachen. Mal viel Schaden gemacht. Kann ich die Pistole nehmen, denke ich. Brauche ich nicht meine große Waffe benutzen. Wenn ich die gleiche Trefferwahrscheinlichkeit habe. 30, 27, 34. Na toll. Oh, wie sie alle nicht treffen. Kann natürlich auch einfach. Nee. Die Schredderrakete benutzen, um mal so und da in die Richtung halten. Ihn halt mittrifft. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante gewesen. Warum schießen die immer noch? Der ist tot. Oh shit. Oh shit. Die Sichtweiten verstehe ich manchmal echt nicht, was jetzt wer sieht. Ja, und du jetzt nochmal. What? Ich will den da vorne, dankeschön. Ich will die Granate so haben. Heavy ist wichtiger. Bam. Out of the game. Moving. 50, 50. Kann ich auch hier eine normale Pistole nehmen. Brauche ich nicht, wenn der nur einen Schadenpunkt hat. Nur einen Lebenspunkt. Wollen die mit der großen Waffe draufholzen? In Bewegung. 67, 47. Kann ich noch eine Granate hinwerfen? Jawohl, ja, ja, genau so. Da ist einer tot und der andere ist auch tot. Doppelkill. In Bewegung. Ja, Squad Size. Wo ist Covering Fire? Ah, der hat eine Overwatch Skill, dass er direkt schießen darf, wenn ich schieße. Hat er auch verzählt. Sehr gut. Oh, Sniper. Er darf sich wohl nur bewegen. Psium! In den Kopf, schön drauf. Na? Muss ja Reaperman jetzt mein leitender Agent sozusagen werden.
Oh nee, wahrscheinlich wäre ich sogar selber mein leitender Agent. Also, mein Sniper. Oh shit. Oh shit. Was? Über uns? Da kann man hin? Oh shit. Also über uns kann man hin, aber eigentlich ist es. Moment mal, die sind jetzt alle, weil der hier hinten steht wahrscheinlich. Prozent, komm, machen weg. Einmal. Hä, wieso bin ich immer noch? Das du. Oh, ist noch Overwatch. Ah, der schon, der war auf Overwatch. Ah, fuck it. Au. Ah, daneben. Gott, das ist eine dumme Idee. Das wird nämlich nie geschützt und nix. Das war eine richtig dumme Idee. So, deswegen sind die, weil der von der Seite sozusagen kommt. Sagen, weil ich mir erstmal eine Granate ins Gesicht. Müsste ihn eigentlich sogar töten bei 6 Leben. Den mach ich erstmal weg. So snipert mein Kumpel. Elliot Reed, die mit dem Actually. So was wie ein Vorsprung hier. Moving. Oh, watch. Ich hoffe, der eine Typ kann da jetzt nicht meine Leute töten. Und der ist vorbei. Jawoll. Oh. Shit. Dass ich da über die Seite kommen können, weil jetzt alles aufgesprengt ist, ist nicht gut. Au. Au, 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 au. We have an exalt unit attempting to hack the encoder. If we don't prevent them from gaining access, they're going to find the transmitter's coordinates. 78%. Mist. 78% Mist. 83. Wie wahrscheinlich ist das denn? Das zwei hohe. Oh Gott. Geht doch. Meine Güte. 100%. Bim, ins Gesicht. Hätte vielleicht erstmal bewegen sollen und dann schießen. Aber 100%, na gut, dann nicht. Muss man nachladen, sonst hat die bald keinen Schuss mehr. Die muss sowieso nachladen.
Ehrlich, 80%, 80% geht daneben. Das sind 20% mal 20%. Das ist 1 zu 25, dass das, nee, das beide daneben gehen. Total wahrscheinlich. Ich will da draußen, dankeschön. What? Ich verstehe den Level, der kann mich doch flanken dann, oder? Nö, nee, anscheinend kann mich nicht flanken. Okay, dann schieße ich. Und tot. Okay, im sechster Crit. Hm. Wie gesagt, mein bester Mann. In Bewegung. Wir müssen hier nur irgendwo rumhängen, eigentlich. Ich kann sie mal selber heilen. Damit sie mir nie noch stirbt. Hm. Ich will jetzt eigentlich nicht gucken gehen, wo sie sind. Bin nicht so scharf da drauf. Okay. Mal mit dem dahin gehen vielleicht. Nö. Ah, da ist noch einer. Soll ich den jetzt jagen gehen? Prozent. Getroffen. Aber der kommt, glaube ich, nicht in eine Position, um ihn schießen zu können. Denke ich. Oh! Oh shit! Den gibt's ja auch noch! Wie lange hängt der denn da schon rum? Oh shit. So, mal sehen, ob ich die irgendwann nochmal krieg. Jetzt habe ich noch zwei. Fuck. Schieß nochmal vorbei. Warum, was die KI sich gedacht, den da hinzustellen, das verstehe ich nicht. Und nochmal so ein Quatsch. Wollen noch jemand anderen einen Kill schenken oder was? Hab ich nicht. Troops are down and we've secured the transmitter. Well done. Okay. Das lief gut für den Quatsch, den ich gemacht habe. Ich habe überhaupt nicht gerechnet, dass er noch dort irgendwo in der Ecke rumcampt. Camper und XCOM, ey, meine Fresse. Looks like they're really taking care of business down there. Oh, ein Support. And without so much as a scratch. Okay, Corporal Bullets um Holotage Ding. Und jetzt könnt ihr Danger Zone, hätte auch doppelt. Ja. Und meiner? Achso, meiner kriegt auch noch. Promoted, jetzt habe ich auch einen Colonel Sniper. Killing a flanked or uncovered target with the sniper rifle does not cost an action. Okay.
Although both actions to be used for standard shots, headshot or disabling shot, provide no moves were made. One turn cooldown. Das ist, glaube ich, ziemlich geil, wenn du viele Gegner hast, die du dann ausschalten kannst. Bam, bam, bam. X-Hold Sniper, X-Hold Assault, X-Hold MG, X-Hold Intelligence. Intel decryption completed. Recalculating possible Exalt facility locations. Satellite uplink facilities. Covered operations. Additional uplink required. Ja, entweder ist Amerika oder Asien. Wobei China schon ausgeschlossen ist. Ich denke, den Council Report kann ich noch mitnehmen. Ansonsten wäre es das erstmal für Folge 23. Incoming transmission. Genau. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results are beyond our expectations. And that is not a statement this council makes lightly. Ja, jede Menge Kohle. Werden wir dann wohl mal nächste Runde, nächste Folge ausgeben. Bis gleich. Oder bis bald.